Dürfen wir eine Grazer Frage stellen? Natürlich. Also Sie haben gesagt, dass in der Causa Schwarzenegger Todesstrafe, dass Sie persönlich sehr enttäuscht sind von Schwarzeneggers Entscheidung, das Gnadengesuch nicht anzunehmen. Haben Sie vor, dahin weitergehende Schritte zu unternehmen, wie das jetzt auch unser Bürgermeister Siegfried Nagel gemacht hat letzte Woche schon? Schauen Sie, die Todesstrafe ist ja etwas, was leider noch nicht in der Welt ganz abgeschafft ist. Und ich habe immer als Außenministerin mich gegen die Todesstrafe ausgesprochen. Das gilt in jedem Fall, sei es jetzt Afghanistan oder sei es Nigeria oder sei es auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich werde zusammen mit den Außenministerinnen und Außenministern einfach diese Frage wieder ansprechen. Ich glaube, das ist das Wesentliche. Wir müssen weiterkämpfen, dass hier die Todesstrafe, die uns Europäern eigentlich alle ein Gräuel ist, dass die wirklich abgeschafft wird. Aber konkret werden Sie jetzt nichts unternehmen, keinen Brief schreiben? Ich glaube, dass man nicht populistisch sein soll, sondern man soll wirklich generell das oder dieses Anliegen, das ich ja schon seit vielen, vielen Jahren verfolge, wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen Außenminister auch, einfach weitertrage. Denn da ist noch viel zu tun. Aber wenn ich konkret sage, wo ich helfen konnte, dann ist es vor allem auch bei den Frauen, die gesteinigt worden wären, wie die Amina Lawal oder die Frau Husseini, nur deshalb, weil sie ein uneheliches Kind bekamen oder weil sie ein Kind wahrscheinlich eh von dem früheren Mann bekamen, obwohl sie schon von ihm geschieden waren. Das halte ich wirklich für das Letzte der Dinge und da habe ich mich so eingesetzt, dass es im Endeffekt zusammen mit anderen, mit den Frauenaußenministerinnen der Welt und auch mit den Moslems bei der Konferenz der Imame hier, dass es uns gelungen ist, diese Frauen herauszuboxen, die sind freigesprochen worden. Das ist, glaube ich, konkrete Arbeit, wie man sie wirklich machen kann.